Let's play Stardew Valley. Hallo, hallo. Endlich habe ich mal wieder, endlich kann ich mal wieder eine längere Session machen. Ich versuche nicht immer dieselben Sachen am Anfang von Folgen zu sagen. Morgen wird es schneien. Mich hat übrigens auch jemand darauf hingewiesen, ich habe ja immer wieder vergessen, wie viele Tage ein Monat hat. In diesem Spiel hat eine Woche 7 Tage und es gibt immer 4 Wochen. Da ich aber auch der Meinung war, die Spirits sind very happy today. Oh, Post! Oh, wir können jetzt Algensuppe. Clint hat uns Algensuppe beigebracht. Okay, die möchte ich direkt kochen. Was braucht man für Algensuppe? Dip. Ah, die Schocken Dip ist auch neu. Pale Broth, achso, das ist die. Auslunch Burger, Dish OC. Algensuppe. Da, Algensuppe. Hier, grüne Algen. Jetzt haben wir Algensuppe. Es sind halt doch einfach nur Algen drin. Geili. Uiuiuiui, uns geht so hart alles aus. Ach Quatsch, so schlimm ist es gar nicht. So schlimm ist es gar nicht, Kinder. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das stimmt nicht. So, ja, es gab ja den, falls ihr es nicht gesehen habt, ich hatte ja ein kleines Missverständnis mit der Frau, die ich beschenkt habe beim Weihnachtsfest quasi. Ich wollte ihr einen Goldbarren schenken. Sie hat gedacht, ich wollte ihr 42 Goldbarren schenken. Wir waren danach beide sehr traurig. Nee, sie war wahrscheinlich mega glücklich. Hallo, junge Frau! Ich wollte gucken, was die Bauarbeit mache. Ja, ich bin patient. Kling, klong, kling, kling, kling. Das müssen wir... Oh, das könnte das letzte Mal sein. Obwohl, wie lange baut die immer? Einen kompletten Tag auf jeden Fall, ne? So, wir haben 22.000 Mark. Ja, ich glaube, für ein Schwein, das sollten wir erstmal noch nicht machen. Ich hätte ja schon mega gern Schweine. Aber wir brauchen halt wirklich viel Kohle. Um uns am ersten Tag des Frühjahrs... uns am ersten Tag des Frühjahrs halt Kram kaufen zu können, ne? Wobei, ich muss sagen, ich habe ja in letzter Zeit immer so drauf rumgewettert, dass ich eigentlich gar keinen Bock habe, immer Sachen zu gießen und so. Aber jetzt mittlerweile, muss ich sagen, habe ich schon wieder Bock. Also, dass es auch mal wieder ein bisschen grüner wird und so. Hab ich alle geherzt und gemolkt? Ihr lookt alle fein, okay. Oh, wisst ihr eigentlich, was im Frühjahr auf uns zukommt, Kinder? Das wird wirklich anstrengend. Mit mir. Ich muss im Frühjahr wieder selber dran denken. Oh! What? Was ist das denn? Können wir da kurz drüber reden? Oh, endlich mal wieder Wolle. Wir haben eine Entenfeder gefunden. Die brauchte man für irgendwas. Boah, jetzt seid ihr aber ausgerastet hier, ihr Schlingels. Erst gibt's hier wochenlang nichts und dann plötzlich kaboom, kabam. Geil, wir brauchen doch auch Cash. Finde ich richtig gut. Und so viele Eier auch direkt. Die kleinen Schnubbis brauchten doch Enteneier, oder nicht? Enteneier, Entenfedern. Das kriegen wir hoffentlich im Frühjahr. Wir haben ja diese geilen Bäume. Ah ja, da müssen wir unbedingt drauf achten, ne? Da müsst ihr mich dran erinnern, dass ich da dran denke. So, Spezialfische. Ozeanfische. Nachtfische. Nee. Gucken wir mal, was die kleinen Stinker noch von uns wollen. Rabbit's Foot und Pomegranate. Okay. Futter. Ach ja, da müssen wir unbedingt Wheat und Apples. Das haben wir ja, glaube ich, angepflanzt, ne? Oh, ne. Marky Roll habe ich da noch nicht abgegeben, ich Trottel. Okay, aber den Rest haben wir eh noch nicht. Poppy gibt es im Frühjahr, glaube ich, ne? Da! Da ist die Entenfeder am Start. Aber was dann fehlt uns noch? Sea Urchin? Ah, ne, die haben wir schon abgegeben. Red Cabbage? Achso, es sind 6. Ah, man müsste alle haben. Red Cabbage und Entenfeder bräuchten wir. Ja, so viel gibt's gar nicht mehr, ne? Ah, da wird jetzt hart abgesponnen. So viel. Tja, das war's jetzt auch mit Einschmelzerino hier.
Wir könnten ja einen Minenrun machen. Ach nee, der Franz hat sich überlegt, unsere Spitzhacke abzugeben. Oh, das wird wieder... Das wird viele traurige Menschen nach sich ziehen. Also eigentlich nur Michi, aber... Das ist okay. So. Das ist natürlich nicht traurig. Nicht okay, dass Menschen traurig sind. Aber es wird schon gehen. Wir werden davon nicht sterben. So, also man hat mir gesagt, ich soll auf keinen Fall so viele Iridium-Sprinklers bauen. Weil ich das Iridium noch für andere wertvolle Sachen brauche. Aber hier raus, also Quality-Sprinkler, können wir natürlich wirklich noch eine Shit-Ton von machen. Und die machen 8 Stück. Das sind dann also quasi alle um ihn rum, ne? Davon können wir auf jeden Fall noch einen ganzen Haufen zusammendengeln. Wir haben 9 Gold, also 5 Stück könnten wir davon auf jeden Fall schon mal klar machen. Die anderen, also das geht doch klar hier, ne? Und also das hier ist ja auch nicht das Problem. Das hier sind nur die kleinen, die sind ja wirklich Kappes. Das ist nur schon mal als Planung fürs neue Jahr. Die kann man ja, also der würde dann quasi hier alles bewässern und der dann hier und hier. Moment, nee, immer um sich, nee, ist falsch. Die machen ja noch einen größeren Radius, ne? Genau, es müssen jetzt immer 2 dazwischen sein. So, 1, 2 und 1, 2 und 1, 2. So, das wäre jetzt ja schon, oder? Sieht irgendwie so aus, als hätte ich, hab ich einen Knick in der Optik? Nee, ne? Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine ganz schöne Ansage. Aber warum ich das jetzt nicht dahin gemacht habe, wo die Scarecrows sind, ist uns allen ein Rätsel. Also quasi hier. Hier könnte noch einer hin. Und hier, ne? Dann ist es einmal um ihn rum. Dann könnten wir das noch. 1, 2. Dann wäre hier noch theoretisch einer. Dann ist die Fackel im Weg. Ja. Aber das wäre schon mal so eine Idee. Diese Dinger hier, die sind wirklich Quatsch, ne? Die machen vier Dinger. Achso, die machen die nur daneben. Ja, okay. Die müssen ja hier nicht mittendrin stehen, ne? Also von den anderen hier will ich auf jeden Fall noch ein paar mehr haben. Machen wir mit denen hier irgendwie so ein Kappes, ne? Also irgendwie machen wir den dahin. Können wir gucken, können wir hier ein bisschen Quatsch hinpflanzen. So, hier würde was kommen. Hier, 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 hier. Der steht da hinten. Und dieser hier, der macht natürlich den richtig dicken Block, ne? Der macht... Das geht ja so gar nicht. War ja auch nur ein Test. Kommt dann hier hin. Der müsste dann 1, 2... Also der macht dann wirklich so ein richtig dickes Feld. Oder? Das sehen wir dann im Frühjahr. So, geil. Das Zeug ist alles fertig. Würde ich sagen, gehen wir heute noch mal angeln, jetzt wo wir Meisterangler sind. Oh, die Spinnerino dauert aber lange. Die ist ja hier noch am Bauen, ne? Vielleicht haben die Fledermäuse mal wieder was gebracht. Dann holen wir uns auch noch ein bisschen Hardwood. Dann gehen wir da unten noch mal angeln, solange halt noch Saison ist für diesen Superfisch. Sind wir auch mal ein bisschen fitter. Erst alles verkaufen? Ne, ich nehme sicherheitshalber nicht das Pferd. Mäp. Jetzt ist der Stopp fertig! Normale Mayonnaise. Ach, nee, momentan werden wir keine Freunde mit irgendwem. Inventar sollte leer sein beim Angeln, haben wir eben gemerkt. Oh, die habe ich natürlich wieder vergessen. Er würde dann das machen. Ist ja schon wieder alles krumm, was ich hier baue. Oh. Du musst umziehen. Achso, der ist... Ah! Ich und Planung, ey. Das ist aber auch eine Sache. 1, 2... So, dahin. Dann haben wir hier schön, schönes Desaster. Master of Franz Desaster. Da ist Wolle am Start. Da unten... Die haben wir ja auch noch. Das ist echt geil. Mit Gold ist nach wie vor ärgerlich. Aber wir werden es überleben, Kinder. Na! Hier müssen wir mal einen Durchgang reinhacken. Hack, hack, hack!
Müssen wir was von Mani kaufen? Ne, momentan nicht, ne? So, erst holen wir uns das Hardwood. Ach, genießen wir auch einfach mal die Zeit. Das war jetzt, wo wir wirklich mal quasi nichts zu tun haben. Was ist das hier? Das interessiert mich. Oh, man kann die Bäume auch so schütteln. Obwohl was rauskommen kann. Ja, das war so ein Holzstumpfel. Ein Holzstrunk. Ach, der Freundin wollten wir noch was schenken bei Gelegenheit, ne? Klong, 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 klong. Nein, falsch, falsch, falsch. So, ja, dafür habe ich extra den Kürbis mitgenommen, damit die uns noch mehr lieben kann als jetzt schon. Hier könnten wir noch so. Hier ist nur dieser eine seltene Fisch, ne? Ich brauche ja noch den seltenen Winterfisch. Den Wintergigantofisch. Der soll ja hier irgendwo sitzen. Na! Ja, dann komm halt auch her. Wenn du dich schon verprügeln lassen willst. Komm ran, doch! Ich schlepp auch noch die ganze Zeit das Bier mit mir rum, was ich zu Weihnachten gekriegt habe. Mein Weihnachtsbier. Hatte ich ja auch schon mal, ich glaube, Bier habe ich auch schon mal selber gemacht, ne? Aber ich glaube, als ich noch den Hopfen hatte, habe ich noch keinen Bierkessel. Was? Was heißt der Kessel für Bier? Also ich hoffe, dass ich hier an der richtigen Stelle angel. Aber ich meine schon. So, der Maus. Achso, jemand schrobt noch, ich soll ja doch mal einen Hut abkaufen. Aber ich bin momentan tatsächlich noch zu geizig. Hier müssen wir. Aber hier, von hier kommen wir doch nicht ins Dunkle, ne? Nee. Und von da vielleicht rein? Wir könnten ja nochmal nach so Strudeln suchen. Ich will das haben. Boah, mega der Treasure-Fuchs. Angfranz. So richtig geiler Shit ist da auch nicht drin, ne? Danke für diesen Chub. Oh, eine Bodenflöte und Emeralds. Bodenflöte hatten wir aber, glaube ich, schon mal, ne? Gucken wir, ob wir von hier in das Schwarze geworfen kriegen. Weil viele Angelmechaniken habe ich auch noch gar nicht verstanden. Ja, das reicht, genau. Ey, bist du hier wieder ein Ausrastfisch? Boah. So, danke schön. Einen blöden Pike, ey. Max! Ein Train kommt durch Stardew Valley. Da wissen wir auch noch nicht, was es damit auf sich hat, ne? Wenn man den überfallen kann? Ich habe letztens so ein Brettspiel gespielt mit so einem kleinen Zug. Wie ist das denn nochmal? Irgendwas mit Zug. Gab es irgendwie im Interwebs günstig, da habe ich es gekauft. Ich hatte gerade kurz Angst, das Spiel sei abgestürzt. Ist jetzt mein Angeln unterbrochen worden durch die Zugmeldung? Nein. Aber wir müssen so lange warten, das ist jetzt bestimmt der... Oh, das Verhalten ist neu. Meine ich. Ist auf jeden Fall verdammt schwer! Nein! Das hat mich total überrascht. Oh nein, das ist jetzt wieder so ein Langweilefisch. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Fisch mehr verpasst. Unkonzentrierter Fisch, Franz war unkonzentriert. Hier lauert doch bestimmt der Eisfisch. Wow! Wer bist du denn? Okay. Der knallt jetzt bestimmt gleich wieder ganz nach unten, ne? Ja. Alter. Okay, hier gibt's auf jeden Fall doch noch ein paar Fische. Puh, okay, erstmal anders hinsetzen. Alter. Ich habe aber doch schon so eine super Angel unten. Oder hat sich mein Köder abgenutzt? Mein. Krass. Sie sehen mich empört, meine Damen und Herren. Ja, das ist jetzt wieder so eine Wurst hier, oder was? Den kann ich ja um. Boah, die beiden, die waren aber gerade mal... Und es waren halt auch welche, also es waren so Muster, die mir so gar nicht bekannt vorkamen. Na gut, das ist halt hier wieder... Hier können wir sogar die Truhe noch mitnehmen. Der ist halt so langweilig, der Fisch. Der schläft wahrscheinlich selbst ein, wenn er sich anguckt. Sagt, guten Tag, ich bin sehr langweilig.
Ja, genau zum Frühjahr ist doch dann unsere Spitzhacke fertig, ne? Na? Ah, der war jetzt aber nicht so schwer wie der andere. Oh nein, jetzt ärgere ich mich. Da waren zwei seltene Viecher bestimmt. Hab sie nicht gekriegt, weil ich zu doof war. Ah. Ja, den hier. Oh, ich wollte gerade sagen, den können wir jetzt perfekt fangen. Nö. Nö, 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 nö. Ach man, es muss doch jetzt hier mal was. Oh, das war ein direkter Biss. Stimmt wieder. Vielleicht muss ich mir einen Anglerhut kaufen. Weil dieses perfekt werfen ist auch gar nicht so leicht, wie man denkt. Und oh, wenn das so lange dauert, ist ein gutes Zeichen, habe ich das Gefühl gehabt bisher. Nee, könnte auch ein Trottelfisch sein. Gut, Talk, ja, Trottelfisch. Ui. Dies ist das übrigens das Schwerste. Wenn das Ding runterfällt, dann muss man das so langsam bremsen. Das ist tatsächlich echt nicht schwer, nicht leicht. Dann segelt man da immer dran vorbei. Wow, danke für diesen einfachen Köder. Mann, ich krieg's einfach nicht hin. Könnte jetzt mal wieder einer von den seltenen Superfischen kommen. Das hier ist der langweiligste Fisch der Welt tatsächlich. Ich habe gar nichts gemacht. Jetzt habe ich nach vorne gedrückt beim Auswerfen, aber länger geht es scheinbar nicht. Ah, ich habe meinen Köder verbraucht, verdammt. Es ist natürlich kein Wunder, dass hier nichts zusammengeht, ne? Ja, da wollte er mir im letzten Moment noch rausschwimmen. Bisschen wie Pokémon fangen hier mit diesem letzten. Oh Mann! Das ist ja das Schöne im Winter. Man kann auch einfach mal einen ganzen Tag angeln. Es ist mir so egal, ob ich einen Bream-Rekord fange oder einen Rekord-Bream. Ich möchte diese Superfische wieder haben. Wir haben nur noch einen Tag Winter. Okay, scheinbar, das war wohl noch tagsüber, oder? Nachts und abends ist hier irgendwie nur Kappes im Teich. Wir fangen hier einen Rekordfisch nach dem anderen, aber die sind mir tatsächlich relativ lattig. Man weiß nicht, was hier abgeht. Ich möchte jetzt einen Superfisch haben. Oh, das ist anders. Aber das ist, glaube ich, nur ein Pike oder so, ne? Die ist minimal anders als der langweiligste Fisch der Welt, leider. Ja, oh, ich hab's vorher gesagt. Ein Fischseher. Die Dinge vorher, indem ich Fischverhalten analysiere. Fischfangverhalten. Übrigens krass, wir nähern uns, übrigens ist mir eben aufgefallen, wir nähern uns Folge 100 bei Stardew Valley. Das ist krass. Ich bin nicht sicher, ob ich schon mal irgendein Let's Play so lang gemacht habe. Also, Craft the World war schon wirklich viel. Habe ich danach viel gespielt? Ja, das war, glaube ich, echt das eins der längsten. Long Dark und Stardew Valley waren schon relativ lang. Oh, Long Dark. Eieiei. Nee. Oh. Ah, das könnte aber auch wieder nur ein Pike sein. Nee, nee, nee. Oh, mega boring. Könnten wir bitte. Können wir hier nicht den ganzen Tag stehen und angeln? Ich habe nicht mal Abigail ihren Kürbis geschenkt. Nee, okay, also wir müssen, wenn, dann hier tagsüber angeln, habe ich das Gefühl. Abends ist Quatsch. Da kommt ja nichts bei rum. Gehen wir gleich auch mal nach Hause. Das nervt mich jetzt. Ich will früher. Ich will früher. Da passieren so viele verrückte Sachen. Boah, mit dieser Alge hat das Spiel mich jetzt hier vom Angeln geheilt. Magische Angelheilung. Den Baum nehmen wir noch mit. So, das hat er jetzt davon. Haben wir noch ein bisschen Energie. Ach, da unten, das muss ich noch wieder voll machen. Kann ich auch. Ja, oh, ich kann auch auf dem Pferd was einsammeln. Überhaupt kein Problem. So, jetzt versuchen wir mal.
Yeah, wir haben es geschafft, alles zu restocken, ohne die Dinger einzusammeln. Das ist schon mal rekordverdächtig, finde ich. So, die Würmer nehmen wir jetzt auch noch mit, damit das heute mal, damit wenigstens irgendwas passiert ist. Oh, was denn? Ein prähistorischer Scapula. Scapula? Scapula. War denn nochmal ein Scapula? Und aus den Bäumen, was wird, wenn die so dicht neben den anderen stehen? Ich glaub ja nicht. Na. Jetzt feuern wir erstmal 40.000 Fische in den Fischverkaufsstand. Auf das er gar fürchterlich stinken wird. Perches und Pikes sind nun wirklich... Perch, Pikes, Breams und Chubs haben wir gefangen. Wie die Bekloppten. Okay. Weg, weg. Weg. Wir könnten bestimmt auch noch 1000 Sachen verkaufen. Die man wahrscheinlich nie wieder braucht. Ich heb ja immer so, ich bin immer gut im Sachen aufheben in solchen Spielen hier. Oh, der Chuck muss eigentlich noch weg. Oh, schnell! Und dann ab ins Bett, damit wir voll Energie für einen Tag haben morgen, an dem wir noch nicht wissen, was wir anstellen werden. Stimmt, abenteuerliche Sachen. Wir nehmen dieses Brot mit ins Bett. Nein, mit Brot in der Hand kann man nicht schlafen. Anderthalbtausend hat es das jetzt gebracht, den ganzen Tag Fische zu fangen. Naja, naja, naja. Liebe Menschen, bald ist Frühjahr. Ist gleich, ne?